Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Ja, in der vergangenen Woche, da präsentierte sich der DAX recht volatil. Am Freitag ging er dann jedoch nahezu unverändert aus dem Handel. Er schloss damit leicht über 13.200 Punkten. Auf Wochensicht legte er aber recht deutlich um 2,8% zu. Blicken wir gleich mal nach Frankfurt an die Börse zu unserer Korrespondentin Viola Grebe an dieser Stelle. Schönen guten Morgen. Viola, wie könnte der DAX denn jetzt heute in die neue Woche starten? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Es sieht gar nicht schlecht aus für diese neue Woche. Und sie wird, das kann man jetzt schon sagen, im Zeichen der US-Notenbank stehen. Letzte Woche hatten wir ja auf die EZB gewartet. Diese Woche warten wir auf die Fed. Aber im Moment sieht es danach aus, als könnte der DAX mit grünen Vorzeichen in diese neue Handelswoche starten. An den asiatischen Börsen sehen wir jedenfalls heute Morgen viel grün. Der Dow hatte sich vor dem Wochenende auch berappelt. Da gab es ein Plus am Freitag von 0,5%. Auf Wochensicht ging es da allerdings runter. Und die Technologie Aktien, die schwächelten weiterhin, aber dennoch alle Hoffnungen jetzt mal wieder auf die Fed gerichtet, denn dass es eben diese lockere Geldpolitik der Notenbanken gibt und die auch weiter in Aussicht gestellt wird, das hat zuletzt immer wieder die Schnäppchenjäger auf den Plan gerufen, wenn es denn zum Beispiel beim DAX mal ein bisschen runterging, und danach sieht es eben auch in dieser Woche erstmal aus. Also für den Start rechnen wir mit grünen Vorzeichen. Dann vielen Dank nach Frankfurt, Viola. Ja, nach diesem Ausblick auf den Handelstag folgt an dieser Stelle unsere Marktidee. Heute ist dies Apple. Apple ist einer der großen Gewinner der vergangenen Monate und einer der Hauptverantwortlichen für die Tech-Rallye in den USA. Zuletzt musste aber auch die Apple-Aktie dem Tempo Tribut zollen. Am Freitag markierte das Papier ein 4-Wochen-Tief. Aus technischer Sicht scheint der übergeordnete Aufwärtstrend allerdings nicht gefährdet. Aktuell stehen vor allem zwei Ziele hier im Mittelpunkt. Wo sich diese befinden, das erfahren Sie in einer ausführlichen Chartanalyse. Gehen Sie dazu auf www.ideas-daily.de. Und wir sehen uns morgen wieder mit Ideas Daily TV. Würde mich freuen, wenn Sie mit dabei sind. Bis dahin.